Naja, für mich war es eher hart für die Nerven. Also ich habe nicht so viel gespielt. nein, wir sind jetzt, ich glaube, 4 Spiele zu Hause ungeschlagen. Das ist immer unser Ziel, dass wir vor allem eine Heimmacht sind. Heute hat es ein bisschen an unserem Tempospiel gehapert. Wir hatten eigentlich eine ganz gute Abwehr, aber vorne auch relativ viel verworfen. Ja klar, das hilft immer. Also ich freue mich auch, dass jetzt seit neuem die Eisfighters uns unterstützen. Das ist wirklich sehr schön. Und wir haben durch die 3 Heimsiege, die wir gehabt haben, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen auch noch dafür gesorgt, dass wieder ein bisschen mehr Begeisterung ist. Ja. Also nach dem verkorksten Saisonstart ist es ja so ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt merken die Fans wieder, dass wir auch ganz gut Handball spielen können. Und ich denke, wir haben auch ein bisschen ja, Hunger gemacht auf dieses Weihnachtsspiel gegen Magdeburg zu Hause. Na, erstmal spielen wir noch in Berlin. nee, wie auf jedes andere Spiel auch, werden wir uns auf das Magdeburg-Spiel vorbereiten. Ich glaube, morgen werden wir ein bisschen Video von heute gucken, analysieren, warum das so lief und warum wir nicht 2 Punkte geholt haben. Und dann aber ganz normal, wie immer, geht's weiter.